machen wir weiter. Vielleicht bevor wir hier Zufall reinmischen, auch mal ein bisschen ausprobieren. Sagen wir mal, die Kundenquelle erzeugt nicht jede Minute, sondern alle 2 Minuten nur einen Kunden. Also es kommen weniger Kunden an, die aber dann 5 Minuten warten. Ändert sich da was? Wenn uns ja Kunde 5 wurde noch bedient. Geht um 5 an. Wieso sollte der angehen? Der sollte einfach nach Hause gehen. Habt ihr bestimmt schon längst gesehen. Ihr habt das bestimmt schon immer gesehen, wenn ich einen Fehler mache. Ich kenne das auch, wenn ich von anderen Leuten ein Video gucke. Da, siehst du das nicht? Ja. Und jetzt macht man es selber natürlich. Also wir haben jetzt einfach die Ankunftszeit halb verdoppelt. Alle 2 Minuten kommt ein Kunde jetzt. Ob es Sinn ergibt, 0 kommt da an. 1 kommt an um 2, 2 kommt um 4 an. Ja, passt noch in die 5. Kunde geht um 5. Weil wir nur bis 5 beobachten. So, bis 10 laufen. Null, zwei, vier. Jo, das bleibt so. Jetzt kommt, gibt natürlich keiner dem Kunden 0 die Klinke in die Hand, weil kommt in alle 2 Minuten eine. Also in dem Fall eine Minute später. Ne? 4, 6, 8, 10. Der letzte Kunde, der noch was bekommen hat, war der dritte. Also Kunde 2. Naja, ergibt auch Sinn, oder? Wenn nur alle 2 Minuten einer kommt und die warten 5 Minuten. Ui. Machen wir mal wieder jede Minute einer. Aber da geht ruckzuck. Der wartet nicht mehr 5 Minuten, sondern der wartet nur 2 Minuten. Jeder auf sein Essen. Dann schaffen wir tatsächlich 9 Kunden. 0 kommt an. 1 Minute später kommt der 1er. Wir haben ja jetzt gesagt, jede 1 Minute kommt einer. Und 2 ist der. Wartezeit 2. Ist der erste Kunde fertig und geht. Und jo, der zweite Kunde, also der Kunde Nummer, der dritte Kunde mit der Nummer Kunde 2, so heißt, gibt dem Nuller die Klinke in die Hand, die wechseln sich gerade ab. Und eine Minute später ist der erste fertig. Wieder das alte Spiel. Nur man kriegt jetzt natürlich ein paar Kunden mehr innerhalb dieser 10 Minuten. Das ist denen, was zu essen gab. Wie ist es, wenn wir jede Minute fertig sind? Also das Zubereiten geht. Ist ein super Hyper-Imbiss, der hat nur frische Sachen. Der lässt sich richtig Zeit. 1 Minute. Ja. Also dann kriegen wir 10 Kunden durch. Weil der Kunde 9 kommt um 9, braucht 1 Minute, schafft er gerade noch. Der Kunde 10 kommt zwar noch zur Öffnungszeit rein, zur Beobachtungszeit, aber auch wenn das Essen um 11 fertig wäre, Feierabend. Der Imbiss macht zu, wegen Reichtum geschlossen und so. Ja. Ich gönne mir mal einfach eine dösige Klasse. Für so globale Variablen, Konfigurationen oder sowas. Damit ich nicht in jeder Methode immer schreiben muss, ja, ich hätte gerne eine globale Variable, global irgendwas. Mache ich lieber mit den Klassenvariablen. Quick and dirty, ich weiß. Lass uns mal das Ankunftsintervall mal ein bisschen zufällig machen. Ankunftsintervall im Mittel 1 Minute. Und Wartezeit im, lass mal nicht, einfach Mittel 5. Probieren wir es aus. Wartezeit ist jetzt nicht mehr fest 1, sondern G. Wartezeit Mittel holt G. Ankunftsintervall Mittel.
sollte sich ja nichts tun. Genau. Sechs Kunden haben wir geschafft. Wie wir es erwartet haben. Lassen wir mal alle 7 Minuten einen auftreten. Das heißt ja eigentlich, wir sollten nur einen Kunden kriegen, Kunde 0. Ja, Kunde 0 schaffen wir. Yay, klappt alles. Ja, Mittel deutet ja schon auf Mittelwert hin. Und Ankunftszeiten in solchen Systemen modelliert man ganz gerne mit einer Exponentialverteilung. Also e hoch minus Lambda t mit einem Faktor vorne noch Lambda, also so eine Rate. Sowas wie Kilometer pro Stunde. Wenn die Rate hoch ist, dann sind wir schnell. Ein großes kmh heißt, wir fahren schnell. Das heißt, wir haben einen festen Zeitabschnitt schneller hinter uns gebracht. Und diese Exponentialverteilung nimmt man auch, oder Poisson-Verteilung, nimmt man für Ankunftszeiten. So, Zeit zwischen zwei Anrufen in einem Callcenter, Zeit zwischen zwei Fehlern. Das ist alles im ersten Schuss mal ganz gut anzunehmen, dass das exponentiell verteilt ist. Da kann man ja mal bei Wikipedia nachstöbern. Es gibt natürlich von Python das Random-Modul, es gibt von NumPy Random-Werte, von SciPy, ganz weit. Ich nehme das, was jetzt hier bei Salabim dabei ist. Ja, der hat also auch, können wir mal gucken, Distributions. Da ist schon einiges. Haben wir das unter Referenz? Referenz, Distributions. Ja, gibt es einen Haufen Verteilung, Beta-Verteilung. Ich glaube, es ist ja was wie Weibull. Bounded wird noch wichtig. CDF kann man selber noch eine angeben. Konstante. Also da ist richtig. Da haben wir die Exponentialverteilung, die wir für die Ankunftszeitmodellierung mal probieren will. Das sagt also, ich habe so einen Mittelwert, im Mittel kommt jede Minute einer rein. Wenn in einer Minute keiner da ist, aber in 2 Minuten, dann wird es wieder doch wahrscheinlicher. In 5 Minuten wird es noch viel wahrscheinlicher, bis in unendlich vielen Minuten wird garantiert einer gekommen sein. Vielleicht auch mehrere. Ja, man braucht hier nur den Mittelwert der Zeit, Ankunftszeit, die mittlere Ankunftszeit. Jede Menge andere Dinge, aber wir nehmen Salabim Exponential. Sim.exponential. Und schau mal, was jetzt passiert. Ich mache hier direkt Doppelpunkt 02f, also nur zwei Nachkommastellen. Ich denke, das ist schon ein bisschen übersichtlicher. Also jetzt warten unsere Kunden nicht mehr genau 5 Minuten nur, sondern nur noch im Mittel. Ja, Wartezeit im Mittel 5 Minuten. Schauen wir mal, ob sich was verändert. Die Ankunftszeit ist nach wie vor genau jede Minute. Los geht die wilde Fahrt. Ich mach hier mal clear. Das muss ein bisschen besser sehen. Jetzt ist... Ich bin ein bisschen verblüfft, warum das hier nicht funktioniert. Muss ich nochmal nachgucken. Vielleicht so. Bin ich vielleicht ein bisschen dösig. Ah ja, kaum macht man es richtig.
Also jetzt kommen die nicht mehr exakt nach 5 Minuten aus dem Imbiss wieder raus, sondern wir sehen das jetzt hier, der Kunde 0 kommt natürlich, wie wir es hatten, hier durch, exakt nach Ladenöffnung an. Und er hat offenbar 4 Minuten, also 4,73 Minuten gewartet. Das haben wir hier eingestellt. Ankunftszeit. Machen wir mal, wie wir es hatten. Mittel ist ja nicht Quatsch. Genau, wir haben ja noch keine Verteilung. Was ich jetzt gerade feststelle, ein Klassiker. Lass uns hier mal lieber. Wir reden ja von Ankunftszeiten, ne? Nicht von Wartezeiten. Aber wir haben schon gesehen, es tut sich was. Aber hier ist es doch, wo es exponentiell verteilt ist. Exponentiell. Jawohl. Holzim. Was mich hier so ein bisschen verblüfft ist, das Dreieck betätigt, dann wird noch mal vorher gespeichert scheinbar. Gut. Was haben wir hier so für Ankunftszeiten? Im Mittel jede Minute. Der erste bleibt so, der nächste halt 0,64 Minuten später, der nächste 1,17 Minuten später, 1,84. Also da ist richtig was los. Und ja, die Zubereitungszeit ist ja immer noch, Wartezeit immer noch genau 5. Der Kunde 1, der ist um 064 gekommen, geht um 564. Also, was wir durchgekriegt haben, sind 8 Kunden. Bei einem Ankunftsmittel von einer Minute. Wie ist das, wenn wir sagen, im Mittel kommen alle 5 Minuten einer rein, dann dürfte das natürlich sehr, sehr wenig werden, wenn wir nur 10 Minuten beobachten. Ja, 3 Kunden. Lass uns das mal eine Stunde beobachten, ne? Der Imbiss mal eine Stunde drauf gucken. Mit im Mittel 5 Minuten kommt einer. So, der Kunde kommt an. In seiner Wartezeit von 5 Minuten ist kein Kunde angekommen. Der nächste ist tatsächlich erst um 18 Minuten gekommen. Dann kommen wir aber schon 19, 20, 21. Dann geht es Schlag auf Schlag auf einmal. Das kann ja passieren. Und aber nachdem der Kunde 4 auch im Laden ist, ist innerhalb der nächsten 5 Minuten, also bis 26,57, keiner gekommen. Dann ist hier tatsächlich der Imbiss wieder leer. Dann geht es klang, klang, kommen 2 rein. Und in der Zeit, wo die beiden auf ihr Essen jeweils warten, wird ja gleichzeitig gekocht. Also, sobald einer reinkommt, wird er auch abrasiert. In der Zeit hat sich keiner reingemogelt, ne? Also, der hier 5 Minuten, der hier 5 Minuten. In der Zeit ist keiner aufgetreten. Wir haben also es geschafft, 13 Kunden in einer Stunde zu bedienen und zu verköstigen. Ja, hier haben wir es sogar geschafft, 18 Kunden in einer Stunde. Jetzt haben wir nur 11. Jetzt sind nicht ganz so oft gekommen. Oh, jetzt haben wir nur noch 5 Kunden geschafft. Da war aber, woran liegt das denn? Der erste Kunde innerhalb seiner Wartezeit ist keiner angekommen.
Dann kommen 1 und 2. Und 1 und 2, in der Zeit, wo die beiden bedient wurden, ist auch keiner angekommen. Dann kommt ganz lange nichts. Fast eine halbe Stunde nicht. 25, also um 30 war der letzte, der im Laden war. Kunde 2, der dritte Kunde, rausgegangen. Und dann ist 20 Minuten nichts passiert. Ja, aber dann kommt natürlich sofort eine Minute später der nächste. Das ist ja immer so. Dadurch kommt es, dass wir diesmal so nur 5 Kunden, Kunde 0 bis 4, bedienen konnten. Jetzt auf einmal 12 Kunden. Der 12. Kunde, also der 13. Kunde, Kunde Nummer 12. Nee. Seine Zubereitungszeit 5 Minuten. Das passt nicht mehr in die Stunde. Die Wartezeit. Vielleicht nenne ich das besser mal Kochzeit, Kochschinken. Damit wir genau wissen, was wir damit meinen. Und ich sag mal so, dieser super hyper Imbiss, der alles ganz frisch kocht, der kocht nur ein Gericht. Da weiß er genau, da brauche ich im Mittel, brauche ich dafür 8 Minuten. Plus minus eine Minute vielleicht. Koch. Kochzeit. Blödes Wort, ne? Aber ich nehme es einfach. Kochzeit. Standard. Ja, Sigma. Ich erkläre das gleich. Kochzeitmittel. Ja. Und zwar möchte ich die Kochzeit mit einer Normalverteilung modellieren. Normalverteilung, das ist so diese Gauss-Kurve, hat bestimmt schon jeder mal gesehen. Früher auf dem 10-D-Mark-Schein, ist ja leider nicht mehr. Da sagst du, jojo, ich habe im Mittel, was haben wir jetzt gesagt, 5 Minuten. Und in 70% aller Fälle liege ich zwischen 4 und 6 Minuten. Und dieses in 70, also 68% genau aller Fälle liegen zwischen 5 minus 1 und 5 plus 1. Also dieses Sigma, das nennt man auch Standardabweichung, die Wurzel aus der Varianz, das ist die mittlere Abweichung vom Mittelwert. Haben wir das Normal, External, ja, gibt es jede Menge Sachen, Gamma-Verteilung. Eigene PDF-Poisson, Dreiecksverteilung, Uniform, Hawaii-Bull, Hawaii-Bull extra. Aber es gibt bestimmt Normal. Zwei von 34. Da, Normal. Normal. Also der erste Wert ist der Mittelwert und 3 ist die Standardabweichung. Da haben wir es nochmal. Mittelwert und Standardabweichung. Da gibt es noch andere Möglichkeiten, aber für uns soll es jetzt mal passen. Und jetzt wird es spannend. Wir haben also jetzt nicht mehr eben eine feste Kochdauer, sondern eine normal verteilte Kochzeitmittel und G Kochzeit Sigma. Was jetzt passieren kann ist, hier wird ja nach dieser Normalverteilung eine Kochzeit gezogen. Also die er wirklich für den Kunden gerade braucht, so eine Zufallszeit, um den Mittelwert, aber es kann auch weniger sein als der Mittelwert. Es kann auch weniger sein als Mittel minus Sigma. Das wäre ja bei uns 4. Sogar möglich, dass der
5 minus 6, also minus 1 Minuten Kochzeit hat. Negative Kochzeit, das ist schwierig, bringt der Kunde dann sein Essen mit oder so? Also es kann passieren, dass dann fliegt auch das Programm ab. Das sagt dann, warte mal, du willst jetzt, dass ich für eine negative Zeit anhalte? Schwierig. Wir können mal gucken, ob das passiert, und wenn nicht, können wir ja mal rumspielen mit den Kochzeiten. Naja, guck. Also 11 Kunden haben wir geschafft. Gucken wir mal, Kunde 7, der kommt um 46 an und geht um 51. Also 51, 86. Das ist fast 5, aber nie ganz. Ne? Das wäre ja 51, 21. Was ist denn mit dem 7er? Ja, und mit dem 8er. 49, 75. 84, 86 ist auch nicht. Genau. 5 Minuten. Machen wir mal die Varianz oder die Standardwahl ein bisschen größer. Das kocht er also 68% aller Fälle zwischen 3 und 7 Minuten. Da haben wir den Fall. Sagt er jetzt Schedule Time before now. Also irgendwie ist hier eine negative Zahl rausgekommen. Hier hat es mal geklappt. Wie man das behebt, machen wir dann im nächsten Mal, beim nächsten Mal. Kunde 9 kommt 41,77 und geht um 45,06. Also hier hat er ja nicht ganz 3,5 Minuten gebraucht. Da war das Essen schnell fertig. Ja, also haben wir jetzt schon ein bisschen Real Life hier drin. Ne? Kann man schon mal mit rumspielen. Okay.